So, heute ist der mal hier so ein bisschen, na, der 7.2.2023. Und dann schauen wir doch mal, ne, was sich hier heute zeigen will. Nach wie vor geht es um spirituelle Selbstermächtigung. Und ich bleibe dabei. Die fängt da an, wo wir lernen, den Moment irgendwie, man könnte sagen, zu verstehen. Wobei verstehen da irgendwie vielleicht nicht das richtige Wort ist, weil gerade unser Verstand ja diesem Moment oft entgegenwirkt, dass ich im Moment ist der einzige Augenblick, den wir haben. Na, also. Und eigentlich bleibt einem da vielleicht auch oft nur die Stille im Inneren. Ich weiß nicht, ob man es hört. Draußen ist irgendwie so ein LKW oder also irgendein Geräusch, irgendein Bumm, ein Knattern oder was. Aber eigentlich wie interessant, bleibt nur die Stille und der LKW ist weggefahren. Aber was bedeutet Stille, ne? Sind doch so interessante Fragen, ne? Hat die Stille wirklich damit zu tun, dass es außen ruhig ist? Hat er doch damit zu tun, dass der Geist ruhig ist? Hat es damit zu tun, dass der Körper ruhig ist? Stimmt das alles? Oder ist es eine Wahrnehmung aus dem anderen Raum? Also kann draußen eigentlich sonst was passieren? Ne, wie in Indien, ne, wenn man sich vorstellt, auf so einem Marktplatz oder am Ganges, ne, was da so vor sich geht. Ne? So zwischen fliegenden Kühen und, weiß ich nicht, Todesritualen bei offenem Feuer am Ganges. Und zwischen Curryduft und, weiß ich nicht, Latrinen sitzen ja dann immer so ein paar Sadhus rum, ne? So. Der europäische Sadhu. So, wie ist der? Wie ist der, wenn der in seiner Lebensbox sitzt? In seiner Wohnung oder Haus. Und dann guckt er raus in die Welt, ne? Von seinem Haus und Computerscreen. Jetzt durch Homeoffice noch vermehrt, ne? Sitzen viele in ihren Boxen im Moment des Ichs und schauen raus. Also, was ist Stille eigentlich? Das ist ja heute die Frage. Und da könnte man vielleicht auch sagen, was, wenn man sagt, okay, zur Stille führt irgendwie Meditation.
Aber was ist es, wenn es Gehmeditation gibt, Lauschmeditation, Schreimeditation nach Osho? Es gibt ja da alle möglichen Dunkellichtmeditationen, Wahrnehmungsübungen, Tanzen, Freitanzen, ach, was doch immer. Also, ja, Meditation ist ja auch so vielfältig und eigentlich sagt man ja, dass die wahre meditative Haltung, die ist, im Hier und Jetzt, ja, bewusst zu sein, ne? Sich der Stille bewusst zu sein, die einen trägt, der Raum, ja, der ohne Veränderung ist. Ne? Stille. Stille im Herzen nennt man es ja auch. Wie kommt man zur Stille im Herzen? Ist das Ich im Herzzentrum? Wo ist das Ich überhaupt? Wo ist die Seele? Was ist das höhere Selbst, ja? Was ist das Ich im Moment? Wie schaffen wir es wirklich, aus unseren alten Geschichten rauszukommen, die der Verstand uns erzählt? All unsere Konzepte, Vorstellungen. Darum geht eigentlich das, was ich hier mache. Und diese Frage stelle ich natürlich jeden Tag mir selbst aufs Neue. Ja, wieso wird man immer wieder konfrontiert mit ähnlichen Geschichten? Welche Lernerfahrungen wollen wir hier auf Erden erleben durch all unsere Sinne? Es hat so Fragen, ja. Also, kann einen schon auch traurig machen, ne? So diese, dass es so Erfahrung gibt oder Erinnerungsspuren und man wiederholt die immer, ne? Das ist wirklich so wie so eine Spirale, ne? So, die wird dann vielleicht enger, wenn man Glück hat, aber dann hat man hier diesen Punkt, ne? Und dieser Punkt, wenn man das jetzt hier so durchzieht, ne, der trifft dann hier auf die Spirale und hier und hier und hier. So, also irgendwie. Und diese Punkte sind dann, weiß ich nicht, was. Hier war irgendwie, war man ein Jahr alt und hier ist man dann irgendwie 14 und hier irgendwie, weiß ich nicht, 33 und hier ist man 53. Und ja, es mag irgendwie schneller gehen, aber ist es so? Wie kann man denn dieser Schleife des Lebens entgehen? Kann man der überhaupt entgehen? Also wirklich, ne? Also haben wir immer wieder so, und überall sind ja Punkte, ne, auf dieser Spirale, ne? So haben wir hier einen Erfahrungswert und hier ist das Leben ein Zyklus? Hm. Diese Gedankenwellen, wie kann man damit aufhören? Kann man damit aufhören? Mit diesem Spiel? Also ich würde gerne damit aufhören und gerne den Shortcut haben. Die Frage hatte ich ja schon mal gestellt, wollen wir überhaupt den Shortcut? Also ich möchte den Shortcut. Und meines Erachtens ist der Shortcut die Stille immer mehr wahrzunehmen und die Stille hat nichts mit dem Außen zu tun, sondern es ist ein Raum, der sich weich, groß und leicht anfühlen sollte. Und wenn noch hell ist, ist auch noch schön, aber hell meint, glaube ich, in dem Fall eine Energie von weich, groß und leicht.
Leicht wie eine Feder wollen wir durchs Leben gehen und nicht immer wieder diese Shortcuts wiederholen. Also wirklich. Das, no. No. Es gibt ja diesen Ginkgo-Baum, ne? Der ist ja interessant. Also wenn man jetzt hier, in dem Fall wollte ich eigentlich eine Feder zeichnen, aber dann ist jetzt doch die Assoziation eines Blattes gekommen. Ne? So, wenn wir hier so ein Blatt, ja, hier durchstanzen, ne? Also wenn man hier ein Loch reinmachen würde, ja, hier, so, dann würde das Blatt vertrocknen, so, ja. Und wenn man aber einen Ginkgo-Baum, ne, also diese Ginkgo-Blätter, ich weiß nicht, ob ich die jetzt richtig zeichne, ich glaube, die sehen irgendwie so aus, so, hier unten, so, so, irgendwie so ein bisschen Dreieck, herzförmig, und die kommen von denen, die haben gar keine Verästelung, ne, also die sind, haben solch eine Ader, Blattaderstruktur. Und wenn man den hier durchstanzt, dann ist der Baum, das Blatt, das Ginkgo-Blatt, lebt trotzdem weiter. Ne? So. Hier haben wir so Verästelungen. Da ist dann irgendwie von dem Stamm geht alles ab. Und wenn der Stamm, ja, hier dieser Energiestamm durchstanzt ist, dann ist das ganze Blatt ja, transformiert, tot. Und beim Ginkgo-Blatt ist es anders. Da wächst dann alles weiter um diesen Durchstanzung durch und es lebt weiter. Da könnte man doch sagen, dass diese biologischer Sinn ist doch etwas, was Anstrebenswertes, oder? Klar machen wir das. Wir haben so Einzelerfahrungen und leben ja trotzdem weiter. Ne? Ich bin ja noch hier, trotz all dieser Erfahrungen hier, ja. So. Was ist der Shortcut? Ne? Shortcut. Ginkgo-Baum oder was auch immer das hier sein soll, was ich gezeichnet habe. Ein Buchenblatt oder was. Ja. Ja. Das muss ich mal so stehen lassen. Diese eine Frage stehen lassen. Ohne eine Antwort zu erwarten. Würde Heike Maurer sagen. Eine Frage stehen lassen, ohne eine Antwort zu erwarten. Und irgendwann aus dem Raum der Möglichkeiten schleicht dann irgendwann die Antwort hervor und dann werde ich sie preisgeben. Wenn ich mich daran erinnere, wahrscheinlich erinnere ich mich nicht dran, weil ich bin nicht so der Erinnerungstyp. Deswegen mache ich es ja auch, weil ich glaube, dass es auch gar nichts gibt im Leben zu erinnern. Die kosmischen Erinnerungen, die passieren durch unseren Körper selbst, sowie die Erinnerung des Herzens zu schlagen oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass ein Baby zum Herzschlag überredet werden muss und die kosmischen Prinzipien bringen ein Baby auch alleine zum Laufen. Also da muss es bestimmt nicht bei den Eltern Laufen abgucken. Das ist sozusagen Teil unserer kosmischen Idee, die sich hier im Maya verwirklicht. Und von daher, alle Fragen sind schon noch irgendwo im Feld der Möglichkeiten beantwortet. Und wir können uns nur dem Moment im Hier und Jetzt hingeben und mehr der Stille lauschen. Vielleicht ist das unser Shortcut. Liebt euch, seid zärtlich zueinander. Dehnt den Raum aus, lasst ihn weich, groß,
Licht und hell werden. In euch und somit auch in anderen.